machen. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, herzlich willkommen in der Hofburg. Willkommen zu Ihrer dritten Angelobung als Landeshauptmann. Willkommen heißen möchte ich natürlich auch ganz besonders Herrn Bundeskanzler Kurz und wichtige Vertreter der Tiroler Community, allen voran Altpräsident, ist das die richtige? Schon, oder? Ja. Nationalratspräsident Andreas Kohl, Frau Ministerin Schramböck, jetzt muss ich schon überlegen, Herr Landeshauptmann Stellvertreter Geisler, Frau Landtagspräsidentin Ledl-Rossmann, ganz besonders, weil Sie waren ja Präsidentin des Bundesrats bei meiner Angelobung vor gut einem Jahr. Ich erinnere mich sehr gern an die Rede, die Sie damals gehalten haben. Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin Philippe, hallo Ingrid. Und Herr Klubobmann-Wolf, habe ich das alles richtig erkannt? Der Herr Landeshauptmann und ich kennen einander ja schon sehr lange, aber wir hatten inzwischen auch Gelegenheit, bei mehreren offiziellen Anlässen aufeinander zu treffen. So erinnere ich mich sehr gern, dass vor gut einem Jahr an einem eiskalten Jännertag uns allen ein landesüblicher Empfang hier draußen am Heldenplatz bereitet wurde, mit Schützen aus dem Tiroler Kaunertal und einer Musikkapelle und den Fahnenabordnungen der Tiroler Traditionsverbände. Das war, glaube ich, für alle, die Tiroler kennen das, aber für alle anderen ein wirklich bemerkenswertes Erlebnis. Und für mich auch so ein Stück Heimat an diesem Tag in Wien. Und seither, um es nur kurz zu machen, zwei Erlebnisse habe ich noch im Kopf. Das eine war sozusagen mein offizieller Besuch als Bundespräsident in Tirol. Ich durfte zum ersten Mal in meinem Leben eine Rede im Tiroler Landtag halten, habe die Tiroler Landesregierung kennengelernt und vor allem mich dann lange mit den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen des Landes Tirol unterhalten. Und das dritte vielleicht die Eusalp-Vorsitzübernahme durch das Land Tirol heuer im Februar, wo auch die Landeshauptleute von Südtirol und des Trentino anwesend waren, jedes Mal mit einem landesüblichen Empfang. Hat schon was, nicht? Herr Landeshauptmann, die Tiroler Wählerinnen und Wähler haben Sie bei der letzten Landtagswahl im Amt bestätigt. Ich betrachte das als Wertschätzung Ihrer bisherigen Arbeit als Landeshauptmann gegenüber und natürlich als Vertrauensvorschuss für die kommende Periode des Landtags, die Landtagsperiode. Und dazu gratuliere ich Ihnen sehr herzlich. Sie haben in relativ kurzer Zeit die Regierungsverhandlungen abgeschlossen für die neue Regierung. Sie werden in den kommenden Jahren in der gleichen, nicht personell gleichen Besetzung, aber politisch mit dem gleichen Partner weiter regieren. Und für die Verantwortung, die Sie dafür übernehmen, für die kulturelle, die wirtschaftliche, die soziale Weiterentwicklung unseres schönen Landes Tirol, wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und gutes Gelingen. Herr Landeshauptmann, ich komme nun zu Ihrer Angelobung. Der Tiroler Landtag hat Sie in seiner konstituierenden Sitzung vom 28. März zum Landeshauptmann von Tirol gewählt. Und der Landeshauptmann ist aufgrund der einschlägigen Bestimmungen der Bundesverfassung vor Antritt des Amtes vom Bundespräsidenten anzugeloben. Ich ersuche Sie, daher folgendes Gelöbnis zu leisten und anschließend mit Ihrem Handschlag sowie durch Ihre Unterschrift zu bekräftigen. Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Ich gelobe, Herr Bundespräsident. Bitte nehmen Sie Platz.
Thank you.